Hallöchen. So, nun komme ich zu einem neuen Video. Diesmal ist das was für ein Amiga 500. Ihr seht das hoffentlich. Das ist eine Karte. Das ist eine Turbo-Karte. Eine 14 Hz Accelerator Revision 2.2. Für den Amiga 500. Und da habe ich den Auftrag bekommen, da mal was zu reparieren. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich denke mal nicht. Ich versuche das mal unter dem Mikroskop zu zeigen. Ja. Da. Da sind Pins verbogen und abgebrochen. Und zwar da. Und auf der anderen Seite ist auch leicht verbogen und abgebrochen. So, und die in der Mitte, die sehen ja noch recht gut aus. Nur weiß ich nicht, soll ich lieber alle tauschen oder nur den ein, zwei, drei Stück da? Von der Lötung her. Lass mal gucken. Naja, das ginge besser. Aber ich würde sagen, ich versuche das. Die ersten zwei Pins, die anderen sehen ja noch recht gut aus, würde ich so behaupten. Mal schauen. Ja, auch die ersten zwei Pins. Und der Rest sieht relativ gut aus. Das sind sowieso da, das sind drei. Dass ich die tausche. Ich habe auch schon extra bestellt gehabt dafür. Neue Pins. Und zwar rund, weil die im Sockel kommen. Oh Gott. Ich sehe da gerade was. Zeige ich mal so. Hier, das sind runde Pins. Kommen dann so in den Sockel rein. Die zum Löten und die werden dann im Sockel gesteckt. Es müsste theoretisch. Nee, muss ich komplett tauschen. Moment, ich zeige euch das mal. Mal scharf stellen. So. Nicht die jetzt, oder? Doch, die sind höher, ne? Die neuen sind höher. Ja. Also werde ich sie komplett tauschen. Einmal die komplette Leiste durch. Egal. Ja, ich hab da jetzt in Anführungsstrichen genug von. Aber ich habe noch was gesehen. Eieieiei. Das sieht nicht gut aus. Also nach meinem Empfinden ist das nicht gut gelötet. Nach meinem Empfinden. Gut. Dann löte ich die alle da raus. Wie sieht das hier aus? Ist hier noch irgendwas? Eieieiei. Das geht eigentlich besser. Das ist so, das ist. Elko. Der sieht sehr suspekt aus. Ja. Das, oh, nee. Leute. Wenn ich das hier ablöte, ich mache mal den Kondensator hübsch. Den Kondensator mache ich hübsch. Den lasse ich mal so
Den lasse ich auch so. Das Poti hier, ich denke mal, das lasse ich so wie es ist. Ja, also ich mache nur die Stiftleiste raus, mache eine neue rein, aber den Kondensator und den Kondensator, die mache ich beide hübsch. Also das, nee, das ist ja, sieht das hier aus? Das sieht doch auch schon wieder. Das mache ich auch noch mal hübsch. So, die ICs, wie sind die hier? Das geht noch. An der Seite. Geht auch noch die Seite, geht auch noch und die Seite ist auch noch okay. Ja, das mache ich jetzt aber nicht im als Video, wie ich hier die Pins rauslöte, ne? das müsst ihr mir mal verzeihen, das mache ich hier off cam. Ja, das ist der IC. Was ist denn das hier für Speicher? Fünfhundertzwölf. Also ein Megabyte. 512 Kilobyte oder ein Megabyte? Sind nur die zwei Kondensatoren, die da recht doof stehen. Gut, dann löte ich den Kram da mal runter. Ich hoffe, ich kriege das da runter. Und dann, ja. Gut. Dann sehen wir uns nachher gleich wieder, wenn ich die Dinger runter habe. Achso, da, wenn ich die Dinger runter habe, dann sehen wir uns gleich mal wieder. So, da bin ich jetzt wieder. Jetzt habe ich das so weit weggelötet. Ich schalte nochmal um. Ich habe jetzt hier die Kondensatoren einmal ein bisschen vernünftig gelötet. Bis auf den einen hier, der sieht ein bisschen, ich weiß nicht, wird aus. Ein bisschen dreckig. Habe ich bleifreies Lot genommen. Da, die habe ich noch einmal gerade noch mal ein bisschen der. So, jetzt ist der auch gut. Der ist gut. Die habe ich auch gemacht. Muss ich mal hier zeigen. Ich hoffe, das geht so. Der sieht nicht. Der sieht schon ein bisschen besser aus hier drauf. Bloß bei dem hier ist noch nicht so. Moment, das kriegen wir gleich hin. Ein bisschen Flussmittel noch. So. Wo ist er? Da. Ja.
Also besser geht's jetzt mit dem nicht. Will ich gleich mal reinigen. Ich habe hier den Elko auch runtergenommen, der hier noch mit zwischen war. Hier oben. Da war noch ein Elko. Den habe ich erstmal rausgenommen, weil ich sonst mit der Entlötsaugpumpe da ein bisschen Probleme gehabt hätte. Dennis, du weißt, wen ich meine. Da ist noch für CDAC ein Punkt. Und irgendwo war hier noch einer. Da, 14 Megahertz. Soll ich dir da mal zwei von diesen Stiften da mal reinlöten, dass du da was dran hast? Dass du da vielleicht auch noch mal selber anlöten kannst. Kannst du mir ja noch mal Bescheid geben. Ich werde die jetzt erstmal ein bisschen reinigen. Von unten sieht sie so aus. Und ist nur die Frage, da habe ich jetzt nichts dran gemacht. Ich werde das aber alles mal reinigen. Das ist ja, das sieht ja bäppe aus. Gut, dann melde ich mich nachher, wenn ich die wieder eingelötet habe. Mache ich ja auch off-cam. Mache ich auch mit bleifreiem Lot. Und dann sollte erstmal gut sein. Gut, dann melde ich mich nachher nochmal. So, da bin ich wieder. Guckt mal da. Stiftleiste schön angelötet. Und oben natürlich auch. Mal stelle ich hier nochmal scharf. Da, das nenne ich Lötpunkte. Und nicht das, was vorher drauf war. Na gut, der eine hier ist ein bisschen viel, aber der Rest ist eigentlich tipptopp. So, die Kondensatoren habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Die habe ich wieder ordentlich gemacht. Der eine hier vorne, der hier, ne, da, der, da war eben noch ein bisschen was. Bei den Widerständen gehe ich jetzt nicht bei. Also ich hätte das ein bisschen besser gelötet mit dem SMD-Zeug. Also da mache ich jetzt nicht mehr großartig was. Ich habe sie jetzt nur im Großen und Ganzen bisschen ordentlich gemacht. Das ist von unten. Das sind alles komplett neue Stifte. Ich glaube, hier ist einer verbucht. Du bist irgendwie total verbucht. Bisschen. Bisschen noch, ne? So, sollte passen. So, aber ansonsten sind sie eigentlich alle da, wo sie hingehören. Lauter Stifte. Ich sag jetzt schon mal Tschüss und danke fürs Zugucken. Eventuell kommt gleich noch was danach, wenn ich es im Amiga teste in meinem. Das kann ich jetzt aber nicht genau sagen, ob ich jetzt einen Sockel drin habe oder nicht. Wenn ich jetzt keinen Sockel drin habe, ist das Video jetzt hier zu Ende. Ansonsten kommt gleich noch ein Teil hinten dran. Also ich sage schon mal, danke fürs Zuschauen. So, also es geht. Mein Amiga hat einen Sockel. Mein Amiga 500. Ich werde den jetzt mal anschließen. Erstmal ohne die Karte. Und gucken, dass er läuft. Dann muss ich erst mal wissen, ob der jetzt noch läuft. Der stand jetzt eine ganze Weile rum. Ist auch ein bisschen eingestaubt gewesen. Schließe ich jetzt erstmal an. Muss ja gucken, dass ich das alles rankriege. Und dann stecke ich die Karte mal rein und dann gucken wir mal gemeinsam. Erstmal, wie er jetzt Stock ist. Also so, ohne RAM-Erweiterung, bla bla bla. Und dann schauen wir mal weiter. Also, das Video ist noch nicht zu Ende, das geht gleich weiter. So, ich hoffe, man kann das eventuell sehen. Also die LED ist an, der Dings ist auch an. Ich habe ein Testkit drinne. F1 Memory 0,5 Chip. Mehr habe ich nicht. Ich habe jetzt nur Stock drinne, ne?
Jetzt muss ich erst mal gucken, was ist hier? 6800 OCS PAL 50 Hertz. Ich mache mal kurz Pause, ich habe doch noch ein anderes Programm. So, nach langem Hin und Her gedödel hier habe ich es geschafft, dass ich das hier endlich mal zum Laufen kriege, wie ich es wollte. Weiß ich nicht, ist das jetzt hier mit 8,3 Megahertz richtig? Das ist jetzt der Originalstock. Weiß ich nicht. Aber jetzt habt ihr das Bild. Jetzt stecke ich da mal die Karte da rein. Und dann schauen wir auch noch mal. Also sehen wir uns gleich wieder. So, nun habe ich die Karte da drinne. Ich hoffe, der startet mir jetzt hier auch noch. Ja, er startet. Weiß ich aber nicht, ob das jetzt passt. Mach mal Speed. Doch, 14,2 Megahertz. Was sagt er hier? MC68HC000, wie auch immer, könnte passen. Also 14 Megahertz, also die Karte, also Speed läuft. Ob jetzt der mit dem RAM passt, Moment. Schalten wir um, nochmal Justice-Kettenlaufwerk, dann muss ich das wieder anstecken. Ich hoffe, das klappt jetzt. Aber vorhin wollte das nicht so, wie ich das wollte. So, F1, Memory. 1,5 MB Total Memory, Chip 05 Fast, 0 Slow, 1 MB. Passt, Karte läuft. Funktioniert. Gut, dann ist jetzt aber wirklich zu Ende mit dem Video, weil das war wirklich nur die Karte machen, Auftragsarbeit. Dennis, kannst du mir ja noch sagen, ob du diese zwei Pins da drauf haben möchtest? Ich weiß es nicht. Ansonsten packe ich dir 2-4 Pins mit rein, vielleicht lötest du dir das selber an, falls du das kannst. Ansonsten sag Bescheid. Gut, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.